Zugeschaltet aus einem Hotelzimmer in Dublin ist jetzt der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Guten Abend, Herr Hofreiter. Die Bundeswehr braucht Personal, und zwar deutlich mehr in den nächsten Jahren. Sind Heimatschutzregimenter die Lösung dafür? Sie sind zumindest ein Teil der Lösung, nämlich es sind ja Menschen, die letztendlich vor Ort tätig sind, und gerade Deutschland hat ja eine wichtige Rolle in der Logistik, und da können die zumindest ein Teil der Lösung sein. Brauchen wir vielleicht wieder eine Dienstpflicht anstelle des freiwilligen Wehrdienstes in Deutschland? Ich halte von der Debatte nichts, weil nämlich wir brauchen insbesondere eine Bundeswehr, die an hochmodernen Geräten professionell agiert. Und da haben wir es ganz viel mit IT-Spezialisten zu tun. Und deshalb geht es darum, die Bundeswehr so auszustatten, dass sie ihren Aufgaben wirklich nachkommt. Das ist das, worauf es jetzt ankommt, und nicht um eine Diskussion in der Vergangenheit. Lassen Sie mich beim Personal noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, Heimatschutzregimenter, freiwilliger Wehrdienst, ein Teil der Lösung, keine Wehrpflicht. Wie dann mehr Personal kriegen? Indem man attraktiver Arbeitgeber ist, indem man dafür sorgt, dass die Menschen, die da daran arbeiten, eine gute Ausrüstung haben, indem man dafür sorgt, dass Skandale beendet werden, indem man dafür sorgt, dass nicht die Soldaten sich gezwungen fühlen, zum Teil warme Unterwäsche für Einsätze oder gar Schlafsäcke selbst besorgen zu müssen. Bis wann kann die Bundeswehr soweit sein? Das Geld ist ja eigentlich da inzwischen. Das Geld ist da, da haben Sie absolut recht. Es ist sowohl in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr nochmal der Verteidigungshaushalt deutlich erhöht worden. Es gibt das Sondervermögen von 100 Milliarden. Und jetzt kommt es insbesondere darauf an, die Beschaffung zu reformieren. Das ist insbesondere eine Frage ans Verteidigungsministerium, wie schnell es Ihnen gelingt, das, was der Bundestag Ihnen jetzt zur Verfügung gestellt hat, umzusetzen. Man muss sich da insbesondere sofort um die Beschaffung kümmern. Jetzt zeigen Umfragen, dass nur eine ganz kleine Minderheit der Deutschen überhaupt bereit ist, Dienst an der Waffe zu leisten. Braucht es da einen Mentalitätswandel bei uns, Herr Hofreiter? Ich glaube, dass in Deutschland vieles im letzten Jahr passiert ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass Deutschland inzwischen nach USA und Großbritannien der drittgrößte Unterstützer der angegriffenen Ukraine ist mit Waffen. Und deshalb ist die Debatte, wie wir Sicherheit definieren, gerade im Gange. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sich in den nächsten Jahren, gerade wenn wir die Bundeswehr vernünftig führen und ausstatten, da vieles im Image der Bundeswehr zum Positiven wandelt. Lassen Sie uns über die Ukraine etwas detaillierter sprechen. Sie sagen, mehr Panzer soll Deutschland in die Ukraine liefern. Jetzt mangelt es aber an Panzern und die Rüstungsindustrie kann gar nicht genug liefern, auch Munition nicht. Woher sollte man die Panzer nehmen, Herr Hofreiter? Im Grunde braucht die Bundeswehr, um ihrer Aufgabe nachzukommen, alles Material, das sie hat, weil sie in den letzten Jahren unterausgestattet war. Aber die Ukraine braucht das Material noch mehr, und deswegen muss man einen Teil aus Bundeswehrbeständen nehmen, auch wenn es da dann objektiv fehlt. Und man muss jetzt schnell Nachbestellungen bei der Rüstungsindustrie auslösen, so bitter einem diese Worte vorkommen mögen. Aber angesichts des Angriffs Russland auf die Ukraine ist es notwendig. Nämlich die Rüstungsindustrie beklagt sich zu Recht darüber, dass im letzten Jahr viel zu langsam, zu schleppend und zu zögerlich bestellt worden ist, obwohl das Geld bereitgestellt worden ist. Deshalb ist die Reform der Beschaffung so zentral. Jetzt ist ja heute Munition bestellt worden in größerem Ausmaß, hat die Bundesregierung bei der Rüstungsindustrie gemacht, für die Ukraine, kommt aber auch erst in ein paar Wochen bis Monaten. Warum produziert die Rüstungsindustrie nicht mehr und schneller? Weil die Rüstungsindustrie das nicht darf. Wir haben sehr strenge Gesetze und die Rüstungsindustrie darf erst Material bestellen, wenn der Auftrag da ist. Deswegen war es ja so bedenklich bzw. ein so schweres Versagen, dass im letzten Jahr, obwohl das Geld so schnell bereitgestellt worden ist, die Bestellungen so zögerlich bei der Rüstungsindustrie eingegangen sind. Höre ich daraus, dass Sie fordern, die Gesetze zu lockern, weil sie im Moment zu streng sind, Herr Hofreiter? Nein, wir müssen schneller beschaffen. Nämlich, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht ein halbes Jahr, ein Dreiviertel des Jahres dauert, nachdem die Zeitenwende ausgerufen worden ist, bis die Bestellungen rausgehen. Das muss deutlich schneller gehen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es
zum Beispiel für Ersatzteile der Panzerhaubitze 2000 nicht 100 Hersteller weltweit gibt, sondern exakt einen. Da muss man nicht eine europaweite Ausschreibung machen, sondern das kann man einfach bestellen, weil der Haushaltsausschuss auch das Geld bereitgestellt hat. Vielen Dank fürs Gespräch, Anton Hofreiter. Ich danke Ihnen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.